Neil Robertson to snook on. Das war ein Flug. Sofort kommt die entschuldigende Geste. Das war nicht geplant, dass er die locht. Es sollte nur in Anführungszeichen eine Safety geben. Aber jetzt natürlich eine goldene Gelegenheit zu einem knackigen Snooker hinter Blau. Ein Snooker, ja, der kann Freundschaften kosten. Da hat Neil Robertson eigentlich kaum Optionen, wo er überhaupt rausspielen kann. Ja, das Stückchen Bande da oben, das steht ihm noch zur Verfügung. Das war's dann schon. Und aus dem Stück Bande, da wo er den Spielball zuerst hinspielen kann, da muss er jetzt was zaubern. Und auch kein ungefährliches Bild, dadurch, dass Pink eben frei ist da oben bei den Roten. Das heißt, wenn Nigel Bond jetzt aus diesem Snooker-Kapital schlagen kann, dann liegt da auch immer eine Farbe als Möglichkeit. Ja, fast schon eine kleine Trickschlussvorführung, da wollte er die Backen der Tasche benutzen, um den Spielball da heraus zu manövrieren. Foul, und das war natürlich jetzt nicht die denkbar einfachste Lösung. Also deswegen war die Missentscheidung von Iron Williams unausweichlich. Und selbstverständlich verlangt Nigel Bond die Wiederholung. Zum Thema Miss gibt es auch eine Frage im Forum. Da schreibt jemand, er habe den Eindruck, dass die Schiedsrichter praktisch immer einen Miss geben, selbst wenn ein Spieler doch versucht nochmal das Gleiche. Selbst wenn ein Spieler doch den leichteste Rote versucht habe. Nun, es heißt ja in den Regeln, dass ein Spieler ausreichend seinen Fähigkeiten entsprechend versuchen muss, einen korrekten Stoß zu machen. Wenn ein leichter Ball da liegt und man einen anderen wählt, dann ist das eben, ist der Versuch nicht gut genug. Aber selbst wenn man die am leichtesten zu erreichende Rote spielt, aber die anderen Parameter sozusagen auf Sicherheit wählt, also zum Beispiel mit dem Tempo zu vorsichtig umgeht oder mit Effet arbeitet, wo Effet eigentlich gar nicht unbedingt vonnöten wäre und, dann darf man davon halt nicht profitieren. Das alles sind dann auch Kriterien, die zu einer Missentscheidung führen. Und weil es heißt, den eigenen Fähigkeiten entsprechend, die sind bei den Top-Profis halt sehr, sehr hoch, diese eigenen Fähigkeiten. Genau, richtig, Rolf. Und der Spieler an sich wird immer versuchen, ans Limit zu gehen, den Ball zu erreichen, wo er die geringste Gefahr sieht. Und das muss der Schiedsrichter eben auch unterbinden. Aber Lenny Robertson, der konstruiert immer noch hier diese Flucht aus dem Snooker. Dieses Klappern da aus der Tasche hat jetzt ein paar Mal nicht funktioniert. Also schön zu sehen, dass er es zumindest noch mit einem Lachen nehmen kann. Oh, jetzt wird es ganz wild. Jetzt wird es mit dem Kopfstoß aber richtig wild. Und er trifft die Rote. Trotzdem aber faul, weil weiß fällt, aber meine Güte, die vier Strafpunkte, die sind wirklich nicht entscheidend. Wichtiger ist, dass er hier endlich aus dieser Foul- und Miss-Arie rauskommt.
Ja, der hatte schon Trickstoßcharakter. Also das erinnert mich ein bisschen an Bia Artistik, was er da gemacht hat. Haben wir übrigens die Weltmeisterschaft für Sie auch. Die werden wir im Mai voraussichtlich im Programm haben hier bei Eurosport. Das gibt ein klein Forever. Das war der Ball dieses Frames, der nun eigentlich gar nicht zählt, aber trotzdem natürlich sehr sehenswert. Also Frame Nummer 4 zwischen Neil Robertson und Nigel Bond, der beginnt komplett neu. Die Möglichkeit hat man, wenn man sich festgespielt hat, dann einen Frame neu aufzusetzen. Normalerweise muss